ist die Geschichte eines Mannes, der mehrmals täglich vom Schicksal hart gefordert wird. Doch immer wieder tritt dieser Mann mutig mit seinem Anliegen vor die Öffentlichkeit. Und stellt die Frage: Suchen Sie einen Mann? Hier, halten Sie mal, ja? Diesem armen Kerl, Student übrigens, will das Jugendfürsorgeamt seinen 5-jährigen Jungen wegnehmen, wenn er nicht bis zum Monatsende heiratet. Seine charakterlichen Eigenschaften sprechen für eine schnelle Lösung dieses Problems. Er hat einen sicheren Geschmack, ist zurückhaltend, sportlich, durchtrainiert und findet mit nachtwandlerischer Sicherheit die Türen, hinter denen er sein Glück vermutet. Ah, das sind Sie. Die suchen einen Mann? Ja. Einen mindestens. Mein Müllschlucker klimmt. Sein Benehmen ist unauffällig. Zur Obrigkeit pflegt er einen guten Kontakt, die wiederum bemüht ist, diesen Kontakt zu vertiefen. Selbst in verhältnismäßig ungewöhnlichen Situationen findet dieser Mann immer wieder einen Ausstieg. Einen Ausweg. Seine Manieren sind formvollendet. Und er weiß im richtigen Augenblick zu schweigen. Auf die Plätze, Fleisch, lass! Und zu gehorchen. Zugefroren. Er lebt gesund. Wir zufrieden? Ich meine, er lebt gesund und bevorzugt Früchte in all ihren Erscheinungsformen. In all ihren Erscheinungsformen. Wie man sieht. Ein unmöglicher Mensch. Lassen Sie mich doch los, das Ganze ist ein Missverständnis, ich will ja bezahlen. Moment mal, was kriegen Sie denn? 5,60 Mark. 5,60 Mark? Bei dir kriselt's vor dem Gehirn, Mensch. Sag mir, aber versteh das jetzt bitte nicht falsch. Ja. Wie bereitest du Königsberger Klopse? Am liebsten mag ich Regenwürmer. Ja, aber nur weibliche. Diesen Film müssen Sie gesehen haben. Er enthält alles, was einen guten Film ausmacht. Brutalität. Knisternden Sex. Spannung. Herrliche Landschaften. Eine prächtige Ausstattung und ungezügelte Leidenschaft. Und so wunderbar. Demnächst in diesem Theater. Mehrmals täglich.